Dankeschön. Ist gut. Danke. Danke, schön, dass Sie da sind. Leider habe ich nur 45 Minuten Zeit. Und da ich mir heute vorgenommen habe, aus 45 Jahren meines Lebens zu erzählen, könnte das ein bisschen knapp werden. Deswegen werde ich versuchen, nicht abzuschweifen. Obwohl es hier drinnen ziemlich warm ist, offen gestanden. Das erinnert mich daran, dass ich als Kind so gerne am Baggersee war. Und als Jugendlicher auch. Leider hat es mit dem Programm nichts zu tun, aber ich erzähle es wahnsinnig gern. Ich hatte damals, weil ich als Bad Boy gelte, das erste Mal auch ganz die ersten Konflikte mit dem Gesetz. Das war tatsächlich so, ich bin in den 90ern, Sie werden es nicht kennen, aber der Halterner Stausee, da wird nichts gestaut außer Schmocke, also so ein Loch. So eine ausgehobene Kuhle, wo seit 50 Jahren das Wasser drinsteht, da sind wir mal halt hingefahren, meine Freunde und ich, als ich sehr jung war. Ich hatte einen Passat, der hatte, weiß ich nicht, 10 Minuten TÜV noch, ich hatte kein Geld und damit bin ich halt immer zum Baggersee gefahren. War billiger als Freibad tatsächlich, weil ich mir damals Freibad nicht leisten konnte und heute gehe ich deswegen, oh, ne, soll ich aufhören darüber zu reden, über diese Sachen? Freibad? Wie geil es wäre, oder? Ich gehe heute so gerne ins Freibad, einfach um nochmal in so eine Pommes mit Mayo zu treten, einfach für durch das Gefühl. Mir geht's gar nicht ums Schwimmen, aber dieses Gefühl, das mache ich oft mit Absicht. Hoffentlich kommt Wetten das wieder, weißt du? Dann werde ich da antreten. Mit verbundenen Augen stehe ich dann in so einem Pfund Pommes. Das ist Agrarfrost. Ich erkenne die Marke. Das werde ich machen. Aber so viel zum Thema Abschweifen. Ich war am Baggersee, ich glaube, jeden Tag, weil ich auch zwischendurch arbeitslos war und hing da mit meinen Freunden ab. Und das war echt wunderbar. Das ist, Jugend kommt nicht wieder. Ich merke das. Ich baue körperlich ab. Dann haben wir da immer gelegen und das war super. Ein Pilzchen drauf, bisschen Musik an. Und dann eines Tages war das tatsächlich so, wenn ich mich recht entsinne, dass ich gegen 17 Uhr aufwachte, ein Bierchen drin, die Sonne schien, nicht so ein Knüppelsommer wie jetzt, aber heiß. Und ich wachte auf und war vollkommen verbrannt. Sie machen sich gar nicht, wirklich, auch auf dem Zahnfleisch und zwischen den Zehen. Meine Freunde alle so, oh, das sieht aber nicht gut aus. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie mich den ganzen Tag wie eine Bratwurst gewendet hatten, offen gestanden, weil unter den Füßen Sonnenbrand, wie soll das gehen? Dann bin ich aufgestanden und habe sofort geschrien, so weht das. Ich stand da wirklich, ich war so unfassbar verbrannt, dass Leute kamen, mich auf Englisch ansprachen und sagten, it must be hurt. Ich sagte, ja, verpiss dich. Ich habe, worauf will ich hinaus? Niemand weiß, also ich habe dann gesagt, Freunde, ich muss zum Arzt, irgendwo in Klinik oder Apotheke, so geht's nicht. Ich bin vollkommen verbrannt, habe versucht, mir eine Hose anzuziehen. Das ging nicht. Dann habe ich gesagt, komm, fährst du nackt, das sind 25 Kilometer, das ist ja nicht so viel verlangt. Da habe ich mit dem Handtuch grob um die Hüften, damals ging das noch grob um die Hüften gehalten. Bin zum Auto gehumpelt, weinend auch. Dann habe ich das Auto geöffnet, wie wir das damals immer gemacht haben im Sommer. Die Tür aufreißen und 10 Meter wegspringen, damit die Ober- und Unterhitze entweichen kann. Dann habe ich damit unter Schmerzen gestanden. Die Tränen liefen mir runter, weil ich wusste, gleich ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich nackt auf die heißen Kunstleder sitze. Das ist einfach normal. Dann bin ich da, ist auch egal, ich bin da rein. Klatschen Sie nicht, ich muss mich konzentrieren. Ich bin da rein. Niemand ist gespannter als ich, wie das endet. Ich bin da rein. Und dann Lenker mit spitzen Fingern und so, wie das damals war. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mich jetzt anschnallen. Du musst ja den Gurt, den straffen, heißen Gurt. Und dann fiel mir ein, ich habe auch noch eine Dose Nivea im Auto. Gott sei Dank, das wissen die jungen Leute nicht mehr. Heute gibt es Nivea nur noch in so Döschen, in so Reiseflugzeugtauglichen Größen. Als ich jung war, waren Nivea-Dosen so groß wie dieser Tisch hier. Jetzt in Rundhalt, aber im Wesentlichen so. Diese Tiefe. Die wurden auch nie alle. Und wenn mal, dann wurden die vererbt auch. Weißt du, dann hast du halt Zechenhaus, halbe Dose Nivea. Das war, du wusstest dann, der Vater ist krank, bald kann ich mich wieder eincremen. Das ging dann. Die wurden beim Krämer bestellt, wie in der DDR, 20 Jahre im Voraus. Und dann gebracht auch. Und das war, abends wurde dann gegrillt, kalte Schnauze gemacht und dann wurde gewürfelt, wer darf die Folie abziehen. Schrunzt, ich und der Jürgen, es war oft ich. Es spielt keine Rolle. Jedenfalls, ich habe mich eingecremt, überall. So dick, ich sah aus wie der Yeti. Ich habe mich so eingecremt, ich habe mir nur so Augenlöcher gemacht mit zwei Fäusten, das zur Seite gelegt, habe mich angeschnallt, der Gurt verschwand. Es macht Schlodunzen, dann war der weg, konnte ich oben zumachen, die Creme. Und dann ging es, es spannte nicht mehr so. Ich fuhr los, tatsächlich. Kassette rein, Fenster runter. Ich hatte eine Kassette von meiner Ex-Freundin noch im Auto. Wir hatten uns da nach 3 Tagen auseinandergelebt. Die Kassette war aber noch da, es spielt doch keine Rolle. Und ich hörte, schießen Sie mich tot, ich glaube, Barbie Girl der schwedischen Band Aqua, ein sehr, sehr schönes Lied, das ähnlich gut gealtert ist wie ich. Und ich fuhr dann, Fahrtwind kam und nach 5 Kilometern kam dann dieser Kreisverkehr. Und Sie hier werden das nicht wissen, aber im Ruhrgebiet sind Kreisverkehre
die Kirmesraupen der Geringverdiener. Also habe ich mich eingefädelt, um eine Runde zu drehen. Der Fahrtwind kommt hier anders. Der geht plötzlich vertikal durchs Fahrzeug. Das kühlt an Stellen, da kommst du sonst nicht dran. Und lasset 30 Runden gewesen sein. Hört dich über Lautsprecher, fahren Sie mal rechts ran. Und ich hatte kein Unrechtsempfinden. Ich dachte mir, warum? Warum? Was habe ich falsch gemacht? Ich kann das doch alles benutzen. Und wie ich doch fahre, ist doch egal. Ich meine, rückblickend, jetzt, wo ich alt bin, ich sehe es schon ein. Also ich sehe diese beiden Streifenpolizisten in dem klimatisierten Fahrzeug, die durch die Scheibe gucken. Und seit 27 Minuten diesen dicken, knüppeldick eingecremten, nichtsdestotrotz aber splitterfasernackten Mann sehen, der da Karussell fährt und dabei in Konzertlautstärke I'm a Barbie Girl. Ich hätte mich vielleicht auch angehalten, ich weiß es nicht. Aber ich hab's nicht eingesehen. Die winken mich dann raus, ich war total trotzig. Und die sagten dann, die brachten einen ihrer Klassiker. Wissen Sie, warum wir Sie anhalten? So, nee, Rücklicht kaputt. Und die Polizisten waren so charmant zu sagen, raten Sie noch mal. Das fand ich süß. Musste ich aber nicht, sie haben es mir dann erklärt. Und ich mag die Polizei ganz gern. Ich wollte nur mal darüber reden, wie das war, wenn man schwimmen konnte, was wir heute nicht können. Ich möchte nichts gegen die Polizei, ich liebe die. Die Sprüche der Polizei sind die besten. Die haben unsterbliche Klassiker. Sind Sie mit einer Anzeige einverstanden? Unfassbar geil, oder? Ja, das klingt gut. Ja, mach zwei, weißt du, komm, für meinen Kollegen auch. Nein, aber nützt nichts, machen Sie trotzdem. Allerdings kommen auch die Sprüche der Polizei nicht ganz an die Sprüche meiner Mutter ran. Sie merken, ich plane eine geschickte Überleitung zu einer Geschichte, die in etwa einer Stunde kommt. Meine Mutter, die fehlt mir so ein bisschen. Die hat da somit die besten Sprüche. Wir alle tragen das ja mit uns rum tatsächlich. Und mir geht es nicht anders. Es gibt Sprüche von meiner Mutter, die ich nie verstanden habe. Sowas wie, bring doch einmal im Leben irgendwas zu Ende. Weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich habe alles zu Ende gebracht, bis auf das Leben jetzt. Läuft ja noch. Aber auch Klassiker wie, das Zimmer räumt sich nicht von alleine auf. Wo ich immer so, bis ich 30 war, dachte ich, doch, das ist schon wieder da. Das ist eigentlich doch, nee, stimmt nicht. Oder mein, also auch ein wirklich guter, von dem ich gar nicht weiß, ob Sie den kennen, aber den trage ich immer noch mit mir rum, weil ich jetzt heute drüber lachen kann. Das war, wir haben keinen Geldscheißer in der Ecke stehen. Ich habe früher gedacht, das wäre echt ein Job, das würde es geben, so ein Geldscheißer. Den hast du zu Hause, der ist wie Peter Zwegert, nur andersrum, so ein Typ. Das habe ich gedacht, die Nachbarn haben Geldscheißer. Da steht so ein distinguierter Herr in der Ecke, dreiteiliger Anzug, der Schritt völlig offen, verstehst du? Und dann kommst du rein, ich brauche 10 Mark für die Kirmes, dann fängt er an zu pressen. Natürlich ist das widerlich, das hat doch eigentlich mit dem Programm nichts zu tun, denn Nummer 1 aller Sprüche, klatschen Sie nicht. Nummer 1 der Sprüche meiner Mutter, die mir sehr fehlt, die absolute Nummer 1, unerreicht. Wir sind hier nicht bei den Hottentotten. Das war immer, ich habe immer gedacht, ja, sind wir nicht. Schade, muss ja geil sein bei den Hottentotten, weil die Hottentotten durften alles. Ich durfte nichts, können Sie vergessen, ich durfte nichts. Ich durfte nicht mal Revell-Bausätze von Flugzeugen mit in die Badewanne nehmen. Nichts. Klar, weil sich diese Modelle im Würgegriff von warmem Wasser und Shampoo in ihre sämtlichen 8 Milliarden Teile zerlegten und die schwammen dann überall rum und wenn du aus der Wanne kamst, klebte ein Propeller am Pimmel. Von daher sehe ich es im Nachgang ein. Trotzdem, ja, dann klatschen sie halt. Trotzdem, es ist ja so. Trotzdem, meine Mutter war eine tolle Frau und ich hatte auch eine schöne Kindheit, aber es gab trotzdem natürlich Dinge, denen traue ich immer noch nach. Das bringt uns zur ersten Geschichte. Sie werden sie garantiert nicht kennen. Es ist auch eine dunkle Geschichte. Es ist auch ein bisschen traurig, die Geschichte. Sie hat auch keinen schönen Schluss, aber ich finde, sie gehört hierhin. Also lese ich Ihnen die mal vor. Ist aber traurig, sage ich Ihnen gleich. Ich muss auch jetzt stimmlich reinkommen in die Geschichte. Ich möchte schon, dass es nicht zu albern rüberkommt. Ich trainiere das ja. So eine sonore WDR4-Sprecherstimme. Lachen Sie nicht, das mache ich wirklich. Ich trainiere das, damit das so klingt. Ich trainiere das, indem ich nachts mit unterdrückter Nummer Fremder anrufe, um Musiktitel anzumoderieren. Das klingt erstmal seltsam, ist aber schön. 5.30 Uhr morgens in Dresden, es klingelt 80 Mal, ring, 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 irgendwann hebt einer ab. Ja, bitte. Und nun Hanna Haller mit, weil du ein zärtlicher Mann bist. Mir macht das Freude. Ich komme da. Und wenn ich dann die Stimme habe, hier, aber traurige Geschichte.
Gott sei Dank ist nicht so stickig heute. Ihr traurige... Geschichte. Kennen Sie auch Leute, die Geschichte sagen? Ich könnte ausrasten. Kennen Sie das? So mit dem Kantholz drauf. Geschichte, jo. Ich war etwa 10 Jahre alt, als man mir das in der 4. Klasse das Schönste wegnahm, was ich bis dahin besaß. Meinen Flummi. Und es war, ja, das finden Sie lustig, schön. Und es war nicht irgendein Flummi, nicht so ein 50-Pfennig-Klumpen aus dem Kaugummi-Automaten, sondern eine prächtige, glitzernde, nahezu faustgroße Gummikugel. Also ein Meisterstück, makellos herausgelöst aus der Drehbank einer kleinen Flummi-Manufaktur in vermutlich Ostwestfalen und dann mit einem weichen Tuch poliert und mit leiser Wehmut dem Verkauf überantwortet. Für dieses Kunstwerk hatte ich mein Taschengeld gespart und versucht, mir was dazu zu verdienen, indem ich für 1 Mark pro Hektar Rasen mähte. Schön, dass Sie keine Ahnung haben, wie viel ein Hektar ist. Es ist viel. Und nach 4 Monaten der Entbehrung und der gefühlten Handrodung des Sauerlands hatte ich das Geld zusammen. 7,99 Mark. Das kostete der Flummi damals 7, heute wär's das doppelt und dann noch in Euro. Rechne das mal hoch, gehst kaputt dran. Ich brachte meinen Flummi stolz mit in die Schule. Und in der großen Pause umringten mich alle anderen Kinder. Und dann trat Matthias Kubiak hinzu. Er war weder Kamerad noch Nemesis. Ich empfand nichts für ihn. Was man von ihm wusste, war indes beunruhigend. Er wohnte bei seinem Onkel, der ein Gehöft besaß und aß nur Fleisch. Allzu oft hat man ihn das Brötchen wegwerfen sehen, um dann zu beobachten, wie er Schinken durch einen Strohhalm sog. Er war ein grobschlächtiger Bub mit Händen wie Bratpfannen und muskulösen Füßen. Wer ahnten, woher das rührte? Er trug die Beine seiner Röhrenjeans über den Gummistiefeln. Und wer das schon mal versucht hat, sich in aller Herrgottsfrühe die knallengen Hosenstoffe über die unförmigen Kautschukkluntern zu zerren, der weiß, du musst aus einem besonderen Holz geschnitzt sein. Sonst zerbrichst du daran. Oder gehst eben, was weiß ich, barfuß zur Schule. Seine Kraft war unermesslich. Kubiak selbst so beschränkt wie nur was. Kubiak trat an mich heran und nahm mir den Flummi aus der Hand. Er betrachtete ihn, als prüfe ihn auf Gefahrenpotenzial oder Essbarkeit. Dann schwoll sein Unterarm unter der Spannung seiner Muskeln und in einem Akt viehischer Gewalt drosch er den Flummi zu Boden. Dieser tickte mit einem lauten Verdumpf auf und wurde hochkatapultiert, hoch über unsere Köpfe in den Himmel, kometenhaft. Unglaublich, diese Kraft. Wir alle blickten dem Flummi hinterher. Lange. Dann gongte es. Die Pause war zu Ende. Gegen 2 holte mich meine Mutter von der Schule ab. Mein Religionslehrer hatte sie angerufen. Ich stand noch immer da, neben mir der Lehrer, und blickte in den Himmel. Komm mit, sagte meine Mutter. Er ist noch nicht wieder runtergekommen, sagte ich. Meine Mutter wandte sich an meinen Lehrer. Was bringen Sie den Kindern Religion für eine Scheiße bei? Der Flummi ist noch nicht wieder runtergekommen, sagte ich. Von wo, fragte meine Mutter. Wie von wo, erwiderte mein Lehrer. Wo ist der Flummi meines Sohnes? Noch nicht wieder runtergekommen, sagte ich. Das Gespräch brachte keinem was. Ich gehe nicht ohne meinen Flummi nach Hause, erklärte ich. Doch, sagte meine Mutter. Nein, doch. Wir sind hier nicht bei den Hottentotten. Ja, eben, sagte ich. Dann stand meine Weile schweigend da, aber der Flummi kam nicht wieder runter. Zu Hause aß ich kaum. Ich trank immerhin. Ahoi-Brause aus der Tüte. Ich lieb dieses Zeug, zumindest bis zu jenem Tag, als ich den Film Die Blechtrommel sah, wo in einer Szene dieser wachstumsgestörte Wüstling mit Spuck und Brause im Bauchnabel der Kaltmamsell rumlullert. Ab da dann nur noch Fanta, aber es trägt nicht zur Geschichte bei. Am Abend reifte in mir ein kalter Gedanke. Und als im Haus das Licht erloschen war, nahm ich meine Taschenlampe aus der Yps und schwang mich aufs Bonanza-Rad. Ich orientierte mich am Mondlicht, fuhr 8 Kilometer in die falsche Richtung und orientierte mich ab da an den Straßenschildern. Irgendwann kam ich zu Kubiaks Gehöft. Ich kletterte am Haus hinauf zu der Stelle, an der ich seine Schlafstube vermutete und klopfte an die Scheibe. Dem würde ich es zeigen, dachte ich. So kam er mir nicht davon. Nach einigen Sekunden erschien er am Fenster.
Wo ist mein Flummi, sagte ich. Unterwegs, erwiderte Kubiak. Ja, wie unterwegs, sagte ich. Kubiak sah mich volle 5 Minuten lang schweigend an. Dann sagte er, ich mach mir jetzt eine Tasse Wurst. Er schloss das Fenster. Ich stand 1 Stunde lang wie versteinert in der Dachrinne. Dann radelte ich heim. Ich habe mir dann nie wieder einen Flummi gekauft. Sicher, mit den Jahren fand ich heraus, dass man Gummi in Formen bringen kann, die auch Spaß machen. Aber ich kam eigentlich nie über den Verlust meines Flummis hinweg. Mit Kubiak habe ich nie wieder gesprochen. Keine Ahnung, was er heute macht. Vielleicht fährt er den ganzen Tag Trecker oder unterrichtet Philosophie oder er wirft Care-Pakete in Krisengebiete mit der Hand von Castrop Rauxel aus, was weiß ich. Weißt du, ich versuche mich nicht so viel mit der Vergangenheit zu befassen. Die Vergangenheit ist ohnehin nur eine muffige, abgetragene Gegenwart und die Welt dreht langsam durch. Es gibt gewiss wichtigere Probleme als meinen Flummi. Terror, religiös verblendete Hunger, Elend, zu wenig vegane Kitas. Die Probleme häufen sich. Trotzdem liege ich nachts gelegentlich wach und denke, wo sind die Hottentotten, wenn man sie braucht? Dankeschön. Danke. Es ist halt... Ich bin drüber weg, muss ich sagen. Ich bin nach all den Jahren drüber weg. Ein Flummi, wenn er weg ist, ist nicht schön, aber jetzt bin ich am Fernsehen. Das ist ja auch was wert. Ein Geheimnis übrigens, das ich immer mal verraten wollte. Zum einen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass Sie hier sind. Das bedeutet mir wirklich viel. Es bedeutet mir immer viel. Es ist immer toll, wenn Leute kommen. Vielleicht nicht nur wegen mir, aber es ist toll. Es ist mir auch wichtig. Es ist mir unermesslich wichtig. Und ein zweites Geheimnis ist tatsächlich, dass ich vor einigen Jahren ja angefangen habe, über die Bühnen zu ziehen und so weiter. Aber das war nicht mein erster TV-Gig. Meinen ersten TV-Gig hatte ich kurz nach der Baggersee-Sache, nämlich 93. Ich war mit meiner Familie bei Ruckzuck mit Walter. Wie hieß er? Werner Schulze Erdöl? Ich hab's vergessen. Ich habe tatsächlich an dieser Spielshow teilgenommen mit meiner Familie damals, weil wir in der Spedition waren. Wir hatten eine Spedition und wir haben die Filmrollen bei denen gefahren. Die waren früher in Dortmund und haben da 10.000 Folgen am Tag aufgezeichnet. Und irgendwann kamen die zu uns und sagten, Sie hier, die Sträters, Sie wären doch auch mal eine gute Familie. Ich habe gesagt, ja, das täuscht. Meine Familie ist im Prinzip nichts für draußen. Man sollte da suchen sich Alternativen, weil ich liebe meine Familie über alles. Der Rest, der noch da ist, aber wir sind dann irgendwann hin, um das kurz zu machen. Mein großer Bruder, intelligent. Der intelligenteste Mensch unserer Familie ist mein großer Bruder. Mein kleiner Bruder, der damals noch ein bisschen doof war. Ein stumpfes Messer, gegen den wirkte Patrick der Seestern wie Heisenberg letztendlich, aber mittlerweile hat er sich schwer gemacht. Und meine Mama, die leider gestorben ist, und meine Oma, naja, und ich. Und wir sind in dieses Studio und das war echt schön. Da gibt es eine Videokassette von. Die gute Nachricht, ich war schlank und hatte viele Haare. Ende der guten Nachrichten. Wir haben dann da gestanden und das war irgendwie so ein Spiel. Da hieß es dann, wir haben 100 Leute auf der Straße gefragt, nennen Sie einen Begriff, Sie verbinden mit Sommer. Und ich so, Sand war nicht dabei. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war Sand nicht dabei. Dann war ich raus und dann kam mein großer Bruder, der intelligenteste Mensch der Familie. Und da hieß es auch, Herr Sträter, wir haben 100 Menschen auf der Straße gefragt, nennen Sie einen Begriff, Sie verbinden mit Sommer. Und mein großer Bruder hörte sich diese Frage an. Er nahm sie ganz auf. Dann blickte er in die Kamera. Lange. Und dann sagte er, bis wann brauchen Sie das? Und da wusste ich, 100.000 Euro vielleicht nicht mehr. Meine Mutter versuchte, das rauszureißen. Meine Mutter war der pragmatischste Mensch in unserer Familie. Als es hieß, Frau Sträter, wir haben 100 Menschen auf der Straße gefragt, nennen Sie einen Begriff, Sie verbinden mit Sommer, antwortete meine Mutter, ja, Sommer. Wo ich mir dachte, ja, das passt am besten. Sommer passt von allen Begriffen am besten, da steckt es nicht drin. Also wirklich, ist es geradezu deckungsgleich, will sagen kongruent. Aber irgendwas sagt mir, dass das nicht sein darf. Und dann ging das auch nicht. Und dann war meine Oma dran, die hat sich aber in Ruhe die Regeln erklärt. Meine Oma war ein ganz anderer Schlagmensch. Die hat keckernd gelacht, das nicht ernst genommen, die Regeln sich in Ruhe nochmal durchgelesen, allgemeine Geschäftsbedingungen, ist dann weggegangen, ist wiedergekommen. Es war ein Prinzess, Spiel war gelaufen. Ich stand da wie so ein Otto und dachte mir, ja, habe ich ja gesagt. Ich hatte allerdings meinen kleinen Bruder vergessen. Da war immer Studiopublikum, das müssen Sie sich vor Augen führen.
Und mein kleiner Bruder trumpfte auf, indem er sagte, als man ihm sagte, Herr Sträter, wir haben 100 Menschen gefragt, nennen Sie einen Begriff, Sie verbinden mit Sommer. Er antwortete, ohne zu zögern und in den Hauch eines Zweifels, Gipsplattenverschalung, wo wir alle auf der Bühne erst erstarrten, dann so, Chapeau, Gipsplattenverschalung. Um das kurz aufzuklären, passt nicht direkt zu Sommer. Ich will Ihnen da nichts vormachen. Es passt auch sonst zu nichts. Ich habe das Wort noch nie gebraucht. Ich glaube, das Wort gibt es tatsächlich gar nicht. Oder anders. Wir haben dann 50 Euro Fahrgeld gekriegt. 50 Mark waren es damals, glaube ich. 50 Mark waren es. Und sind mit einem Bulli da gewesen. Von daher ging das. Und deswegen freue ich mich so, dass Sie heute hier sind. Denn ich brauche das Geld. Denn wenn diese Folge von Ruckzuck jemals auf YouTube landet, kaufe ich das Internet und stelle es ab. Das sage ich Ihnen so, wie das ich. Ich werde es nicht dulden. Es geht nicht. Kann es nicht. Kann es einfach nicht. Boah. Und bald. Ah. Es ist aber wirklich. Es ist heiß, oder? War das ein Jahrhundertsommer? Was der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung mit Wachsmalstiften oder so? Weiß das irgendjemand? Mir haben diese Schlagzeilen unglaublich gut gefallen. Ich habe sie wirklich geliebt. Die beste Schlagzeile, die ich gelesen habe, war tatsächlich aus einer Kastropper Zeitung, die schrieb: Temperaturen biblischen Ausmaßes. Wo ich mir dachte, ja, leck mich fett, drunter würde ich es auch nicht mehr machen. Das waren Temperaturen biblischen, wirklich. Das finde ich fantastisch. Ich finde, das ist eine gute Formulierung. Ich besorge mir Twitter, damit Sie nächste Woche wirklich exklusiv lesen können. Bei Kaufhof in Wattenscheid hatte Thorsten Sträter Stuhlgang biblischen Ausmaßes. So, weil ich finde, rein von der Geste, es ist einfach großer. Ich finde biblisches Ausmaß gut. Ich finde auch Fernsehen toll. Ich will Ihnen da echt nichts vormachen. Fernsehen sensationell. Ich war vor 3 Wochen in Hamburg beim TV, stehe in meiner Garderobe, die Tür geht auf, kommt ein Mann rein und sagt, ziehen Sie sich selber an. Wo ich auch kurz überlegt habe, wo ich mir dachte, nee, ich möchte das wie beim Papstbegräbnis. Ich komme auf eine Sackkarre und dann stülpt ihr Kleidung über mich. Was erwartet der, was ich jetzt sage? Ja, schnüre er mir das Wams, das Korsett hinten. Wie eine Sanduhr will ich sein, schnüre er Scherge, weißt du? Ich kapiere das alles nicht. Naja. Ja, und meine Mutter war für mich quasi stilbildend. Die hat immer gesagt, mach nicht so eine Welle, mach einfach, versuch dein Material durchzupauken. Sie hat auch damals immer gesagt, Thorsten, was du da hast, das ist ein schönes Hobby, aber eine brotlose Kunst. Was nicht ganz stimmt, ehrlich gesagt. Aber es ist auch ein schönes Hobby trotzdem. Trotzdem habe ich festgestellt, wie trügerisch das alles ist. Das war so lustig, was die Leute immer denken, was man so macht. Es gibt ja wirklich virtuose Leute. Ich kann ja nichts. Ich kann nicht singen. Das hält mich gelegentlich nicht ab, aber ich kann nicht singen. Ich kann in Texten, das ist das Bittere, noch nicht mal Kinderstimmen sprechen. Das ist auch immer richtig bitter. Das Einzige ist, ich habe meine ganze Schulbildung letztendlich aus Filmen. Weißt du, so aus Der Pate oder Blade Runner, sowas finde ich halt gut. So richtig schulisch mitgekriegt habe ich nur ganz wenig, muss ich sagen. Das war ja auch nichts. Ich habe meine Zeugnisse neulich mal durchgesehen, also leck mich fett. Ich war gut in Religion. Klar, ist ja jeder, der nicht gerade heil dir Satan ruft, dann kriegst du eine 3-, aber ansonsten. Ich war richtig schlecht in Sport, richtig. Klar, der Medizinball. Das klingt doch, als würden Ärzte tanzen gehen und nicht, als würde irgendwer. Wir hatten gar keinen Sport, wir hatten Turnen. Das war unser Problem, wir hatten tatsächlich Turnen. Das heißt, wir trugen in dem Sinn auch keine Schuhe, sondern wie aus einem Shaolin-Kloster, so Lappen. Das war die Zeit, aus der ich komme. Ich weiß gar nicht, wie die darauf gekommen sind, so Ballettschläppchen. Die hatten wir wirklich an. Wir haben ja trotzdem Fußball gespielt. Rucke die Gu, Blut ist im Schuh. Echt. Wie sind die darauf gekommen, diese Schuhe zu entwerfen? Hat da einer gesagt, wir müssen Schuhe machen für 2 Mark. Ich zeichne die mal auf. So, fertig. Nedi, Arschloch. Und dann kam der wieder. Ja, das ist schön, das ist ja Baumwolle. Wir brauchen was, wo das Wasser drin steht. LKW-Plan oder so. Können wir da mal was machen? Ja, hier, das ist weiß, das sieht man von Weitem, weißt du, solche Schuhe hatte ich. Wie sollen die denn halten? Ja, oben Spacks und Einmachgummi einfach reinschießen. Da kackt der Hund drauf, weißt du? Du sahst immer aus, als hättest du Petting gehabt mit so einem Oktopus, wenn du die eine halbe Stunde angehabt hast. Einmal damit vom Ball gepölt zum Lehrergang. Ich sag, ich komme nicht mehr, ich habe meine Tage, ich blute unten rum, ich lass mich hier vom Turnen befreien. Ich konnte es nicht.
Echt. Meine Mutter war natürlich super in der Schule, das kann man sich ja denken. Ich habe immer so viel darüber nachgedacht, als meine Mutter sagte, bring doch einmal im Leben irgendwas zu Ende. Ich weiß nicht, was sie damit meinte. Von all den Sprüchen, die ich von meiner Mutter wirklich sehr, sehr mochte, habe ich den nicht kapiert. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Und ich habe im Nachlass meiner Mutter die Sachen, die guckst du natürlich immer durch, alberne Kinderfotos von dir, aber auch Zeugnisse. Meine Mutter war fantastisch in der Schule. Schlecht sein schien ja gar keine Option zu sein, offensichtlich. Ich war, ja, also mehr so richtig schlecht in Mathe, richtig schlecht in Deutsch. In Mathe hatte ich eine 4. Glaube ich, konnte ich nicht lesen, war ja schlecht in Deutsch. Es war ein verdammter Teufelskreis letztendlich. Es war schlecht rauszuarbeiten. Ich war nicht gut, aber ich bin ja durchgekommen. Ich habe es zu Ende gemacht, aus Seepferdchen. Ich habe die Badehosen neulich gesehen, ich musste herzlich lachen. Die kriege ich nicht mal über den Arm mittlerweile mehr. Ich weiß nicht, was zwischenzeitlich mit mir geschehen ist. Ich pilze auf, echt. Und das habe ich zu Ende gemacht. Bundeswehr, das war eine der schönsten Zeiten, die ich hier auf allen Vieren verbracht habe. Habe ich komplett zu Ende gemacht. Kriegsgefangenschaft in Hannover, 15 Monate, war schön. Und dann habe ich habe all diese Sachen zu Ende gemacht. Und dann stieß ich aber, und das bringt uns zum Punkt, dann stieß ich auf das Zeugnis der ersten Klasse. Meine Mutter hat immer alles sauber abgeheftet, wir kennen sie ja. Ich selber ja immer, Rundordner, meine Mutter hatte alles da, in Klarsichtfolien, uralte Klarsichtfolien. Dann habe ich mein Zeugnis mal durchgeguckt und dachte mir, ja gut, die üblichen Fächer, Sie wissen schon, fummeln, zaubern, basteln, malen, sitzen, atmen, weißt du? Und unten drunter war ein verblasster Tint von meiner Klassenlehrerin, Frau Salo hieß die, standen die üblichen Bemerkungen zum ersten Schuljahr, von wegen Thorsten Sträter ist ein sehr freundlicher Junge, hat aber öfter sein Material nicht dabei. Gelegentlich ist das Material aber da, dann jedoch fehlt Thorsten, solche Sachen. Weißt du, wo du ein bisschen so... Da war was. Und ein Satz daraus hat mir besonders zu denken gegeben. Da stand nämlich, wir hoffen, dass sich Thorstens schulische Leistung im zweiten Halbjahr des ersten Schuljahrs verbessern, weil er ja schon in den ersten 3 Tagen des ersten Schuljahrs keinen richtigen Anschluss gefunden hat, wegen Krankheit. Und da wurde mir alles klar. Ich habe tatsächlich, ist kein Spaß, ich habe keine Einschulung gehabt. Das heißt, ich war krank, ich hatte irgendwas, Mumps, Majoran, abstehende Füße, Schweißohren, was weiß ich, irgendwas werde ich schon gehabt haben. Mir früher selber Entschuldigung geschrieben. Ich bin sehr krank, gezeichnet meine Mutter, weißt du, das war aber später. Und da, ich war krank, ich muss krank gewesen sein. Und dann, das heißt also faktisch für mich, als ich das Zeugnis las, ich habe meiner Mutter die Einschulung weggenommen. Das ganze Schultütending, dieses Ganze, mal ein bisschen losgelassen, das Kind geht in die Schule, hat meine Mutter nicht gehabt. Das habe ich hier weggenommen. Und ich fürchte, die letzten 45 Jahre... meinte meine Mutter das. Sie meinte, warum hast du dich nicht einschulen lassen? Warum konnte ich mit dir nicht zur Einschulung gehen? Das fehlt. Das habe ich nicht zu Ende gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, vor einiger Zeit, ja komm, du bist jetzt über 50, verbesserte Kaufkraft, du stehst gut im Saft. Du hast intellektuell schwer was drauf geschafft. Hol das doch einfach nach. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn man das guerillamäßig macht, also Regeln sind klar, morgens um 8 gehe ich dahin, schön mit Schultüte. Wenn ich bis 12.30 Uhr durchhalte, gelte ich für mich inoffiziell als eingeschult und alles ist taco. Wenn Sondereinsatzkommando, nochmal probieren. So irgendwie, es war nicht ganz ausgereift, aber ich habe es getan. Und das bringt uns jetzt zur letzten Geschichte. Einschulung. Schluck Kaffee noch. Das tut gut bei den Temperaturen. Der ist auch nicht wie der Kaffee meiner Oma. Meine Güte. Ist lecker, aber meine Oma hat den besten Kaffee der Welt gemacht. Geht Ihnen das genauso mit Ihrer Oma? Wir hatten immer 14 gehäufte Löffel Kaffee auf 1/4 Liter Wasser. Das war fantastisch. Du konntest noch so müde sein. Du konntest da stehen. Oma, ich bin müde. Ein Schluck davon. Ich will nach Polen einmarschieren. Ich will sofort nach Polen. Das ist unfassbar. Der hier geht, muss man sagen. Aber naja, gut. So, ich muss mir, Apple macht gerade ein Update. Können Sie in einer Stunde noch mal vielleicht? Ja. Stell dir das mal vor, das wäre richtig geil. So. Die letzte Geschichte. Kommen Sie. Einschulung. Wird wie Elvis auf Hawaii gleich dieses verschwitzte Handtuch in die Menge werfen. Sie haben jetzt Gelegenheit, vielleicht schon mal Ihre Fahrzeuge aufzusuchen, denn ich ulme wie ein Otter. Und ich locke bereits Schakal an. Los geht's. Text Einschulung. Minuten ist zu kurz. Kann ich nicht mal... Echt. Bitte? Sind Sie der Klassensprecher oder was? Nur kannst du länger. 4 Stunden geben, bitte.
Das ist. Schönen Dank. Der Punkt ist, wenn man als 50-Jähriger den Tag seiner Einschulung nachholen möchte, gilt es, einige Dinge zu beachten. Zum Beispiel, dass man sich exzellent vorbereitet. Die Zeit drängt. In einer Woche sind wieder Einschulungen und ich bin ein bisschen aufgeregt. Besorge im Internet Material zum Thema. Da gibt es unter anderem wirklich ein Elternmerkblatt für den ersten Schultag. Der für mich wichtigste Punkt auf dieser Liste: trainieren Sie mit Ihrem Kind den neuen Tagesrhythmus. Okay, denke ich, ist zwar nur ein Tag, aber warum nicht gewissenhaft an die Sache rangehen? Erwache am nächsten Tag erstaunlich erfrischt. Die Uhr zeigt 14.12 Uhr. Scheiße. An diesem Abend gehe ich vorsichtshalber gegen 20 Uhr ins Bett. Ich liege eine Zeit lang wach im dunklen Zimmer, als mein Handy klingelt. Es ist mein Freund Olli. Kommst du mit auf ein Bier? Geht nicht, bin schon im Bett. Bist du krank? Nein. Und warum liegst du um halb neun in der Kiste? Bist du müde? Nein. Dann lass uns ein Bier trinken gehen. Das geht nicht. Warum nicht? Hab schon einen Schlafanzug an. Wie bitte, sagt Olli. Ich hab schon einen Schlafanzug an. Ist das eine Metapher für irgendwas? Nein. Gute Nacht, Olli. Jo, sagt Olli. Gute Nacht, John Boy. Am nächsten Tag erwache ich doch ein bisschen gerädert. Ein Blick auf die Uhr. 13.52 Uhr. Da. 20 Minuten rausgeholt. Am Vorabend der Einschulung bin ich dann plötzlich höllisch nervös. Ich rufe Olli an und erkläre ihm alles, dass ein Mann sein Zeug beenden sollte, wenn es geht. Und wenn es auch nur der Mutter zuliebe ist und ob er das verstünde. Ja sicher, sagt er, ich helfe dir, wo ich kann. Ich komme gleich mal vorbei, setz Kaffee auf. Olli kommt. Auf ihn kann ich zählen. Einer meiner besten Freunde, ein Riesentyp. Immer unrasiert, Sonne plauze, aber das Herz am rechten Fleck. Wir trinken Kaffee. Olli sagt, was machst du, wenn sie dich erwischen? So, ja, nächstes Jahr versuchen. Pass auf, sagt Olli, wenn sie dich erwischen, sagst du einfach, du schulst dein eigenes Kind ein und kannst es gerade nicht finden. Das erklärt auch die Schultüte, die übrigens kackenhässlich ist. Und wenn es schlimm wird, rufst mich an, ich bleib in der Nähe. Ja, sag ich, danke, Mann, vielen Dank. Der Tag der Einschulung. 7.24 Uhr. Ich bin wach. Ich bin bereit. Mütze auf, Turnschuhe an, Schultüte aufnehmen. Ich blicke in den Spiegel. Ja, ich sehe, wenn man nicht genau hinguckt, wie ein Grundschüler aus. Man darf aber wirklich nicht ganz so genau hingucken. Am besten, man guckt vielleicht direkt woanders hin. Ist egal, muss jetzt gehen. Ich suche meinen Parkplatz in der Nähe der Schule. Von überall her strömen Kinder mit ihren Schultüten und stolzen Eltern im Schlepptau. Es ist irgendwie schön, meine alte Grundschule. Allerdings habe ich wenig Zeit für Nostalgie, denn mein Plan hat begonnen. Ich drücke den Timer meiner Uhr. 8.10 Uhr. Eine Lehrerin verteilt dann alle den Tagesablauf und auf dem Blatt steht, dass wir jetzt alle zuerst mal schön in die Kirche gehen. Gottesdienst. Um nicht als Einzelperson aufzufallen, setze ich mich in der Kirche neben ein etwa 7-jähriges Mädchen, das seinerseits neben seinen Eltern sitzt. Der Pastor tritt an die Kanzel, macht Soundcheck und legt dann los. Er predigt ein bisschen was weg, dann sagt er für mich eher überraschend: Und nun möchte ich die Erwachsenen bitten, nach vorn zu kommen, um für ihre Kinder die Fürbitten vorzulesen. Aha, denke ich, worum geht's genau? Alle Eltern erheben sich, ziehen Blätter aus der Tasche und bilden eine Reihe Richtung Altar. Ich bleib natürlich sitzen. Das Mädchen neben mir sagt: Du musst auch. Ich habe keine Fürbitte, flüster ich. Aber die muss doch jede Mama und jeder Papa mitbringen, das stand doch im Brief. Ach, die Fürbitte, sag ich. Mensch, ich hatte zuerst was anderes verstanden. Was denn? Boah, Salatgurke, weißt du? Zeit, die Zelte abzubrechen, so geht das nicht weiter. Ich muss los, Kleine, sag ich. Beim Aufstehen fasst mich allerdings wer am Arm und zieht mich in die Schlange zum Altar. Top, denke ich. Die Väter und Mütter treten ans Mikrofon, rezitieren mehr oder minder fromme Wünsche vom Blatt. Noch zwei, dann bin ich dran. Der Vater direkt vor mir sagt: Wir wollen Gott bitten, dass unser Kind in seinem Leben gesund bleibt und glücklich wird. Gib unserem Kevin die Kraft, Schwierigkeiten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie hoffnungsvoll zu überwinden. Amen.
Dann bin ich dran. Ich muss ein bisschen improvisieren. Also sage ich feierlich, ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe Seabeams gesehen, glitzernd im Dunkeln nahe dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Blade Runner. Ich verlasse in absoluter Stille die Kirche. Läuft bei mir. 9.40 Uhr. Ich stehe mit meiner Schultüte noch immer völlig unbehelligt auf dem Schulhof. Die Klasse 4b führt gerade etwas auf, eine Art sperrige Mischung aus Stepptanz, der Landung der Alliierten in der Normandie und Phantom der Oper. Kann man schlecht erkennen. Ich müsste inzwischen 30% des Projekts bewältigt haben. Ich würde mir jetzt gern eine rauchen. Jemand zupft mich am Ärmel. Neben mir steht ein kleiner Junge. Er trägt eine Brille. Unter dem linken Glas bedeckt ein Pflaster sein Auge. Hallo, sagt er. Hi, sag ich. In welche Klasse kommst du? Keine Ahnung, Kollege. Er blickt mich einen Moment an, dann sagt er: Du hast ein ganz altes Gesicht. Ja, ich benutze es schon ziemlich lange, sag ich. Er weist in sein eigenes. Mein Auge funktioniert nicht. Das wird wieder, sag ich. Lass dich nicht von den anderen ärgern. Du auch nicht. Was steht da auf deiner Schultüte? Schultüte, sag ich. Das passt am besten. Raufaser habe ich dann einfach drum gewickelt. Und woraus ist deine Tüte? Naja, Tapete im Prinzip. Selbst gebastelt. Wofür braucht man dieses Raufaser? Ich antworte, Gipsplatten, Verschalung. Ein... Ein fremder Mann im Jackett tritt plötzlich hinzu und hält mir die Hand hin. Guten Tag, ich bin hier der Rektor und Sie sind Herr, Sinclair, sage ich. Wo ist denn bitte Ihr Kind, Herr Sinclair? Toilette, erwidere ich. Sie waren doch gerade auch in der Kirche, nicht wahr? Hm, wo war denn da Ihr Kind? Toilette, sage ich abermals. Er zieht ein Klemmbrett in dem Rücken hervor. Verstehe, wie heißt denn Ihr Kind? Babette, sage ich. Also ich finde hier keine Babette Sinclair auf der Einschulungsliste. Mittlerweile sind wir von mehreren Eltern umringt. Eine Frau sagt, was trägt er denn in dem Alter eine Mütze? Der hat doch was zu verbergen. Unsinn, sag ich. Also was konkret tun Sie, Herr Sinclair, fragt der Rektor scharf. Ich sage nichts. Eine Kinderstimme ruft fröhlich, er wollte mir später seine Gurke zeigen. So, jetzt ist mal gut hier, sag ich. Mir reicht das. Ich hole jetzt hier meine Tochter vom Klo und dann ist das Institut für mich gestorben. Ja, tun Sie das, sagt der Rektor, holen Sie sie. Ich gehe zu den Schultoiletten. Eine Menschentraube folgt mir. Irgendwie läuft das hier alles nicht nach Plan. Die Menge versammelt sich mit mir vor der Schultoilette. Ich lehne mich also hinein und rufe, Babette, wir gehen. Dann verschränke ich die Arme und nehme eine lässige Warteposition ein. 28 Minuten lang. Die Menge wird unruhig, also rufe ich erneut, Babette, spül jetzt, wir reisen ab. Das mache ich in der folgenden Stunde zum Konzept. Sobald es unruhig wird, brülle ich ins Klo. Irgendwann sagt der Rektor, wollen Sie wissen, was ich denke? Eigentlich nicht, sage ich. Ich denke, in dieser Toilette ist niemand. Das Quatsch, erwidere ich. Warten Sie, ich schreibe Babette eine SMS. Tippe stattdessen einer an Olli. Alarmstufe rot. Der Adler ist gelandet. Ich wiederhole, der Adler ist gelandet. Senden. 11.10 Uhr. Kraft meiner Funktion als Chef dieser Schule werde ich nun die Toilettenanlage betreten, blafft der Rektor. Und dann herrscht hier Klarheit. Die Menschentraube applaudiert. Ich erhalte eine SMS von Olli. Text. Was für ein Adler? Alter. Ich schreibe nur ein Wort zurück. Hilfe, senden. Der Rektor versucht mich zur Seite zu drängen. Ich versperre ihm den Durchgang und sage, tun Sie das nicht. Kommen Sie hier nicht zu nahe. Warum?
Sie trinkt das Blut der Lebenden. Sonnenlicht tötet sie, gehen Sie nicht hinein. Nicht ohne Rosenkranz. Der Pastor ruft, nehmen Sie meinen, sie hat keiner gefragt, sage ich. Ich beschwöre Sie, gehen Sie nicht hinein. Sie ist hungrig und zudem von garstiger Gestalt, um ihrer Seele willen, es wird bald dunkel. Also bei mir ist 5 nach 12 Mittag, sagt der Rektor. Stille. Mindestens 200 Augenpaare starren mich an. Einige Minuten passiert nichts. Hinter mir in der Toilette ist plötzlich ein infernalisches Poltern zu hören. Dann schwingt die Klotür auf und Olli tritt heraus. Er sieht ramponiert aus, wenn man seine 130 Kilo durchs Toilettenfenster klettern musste. Olli kratzt sich an der Plauze und blickt in die Runde. Ah, sag ich, Babette. Hast du dir schön den Popo abgeputzt? Olli nickt langsam. Supi, sag ich, dann können wir ja gehen. Die Menschen versperren uns allerdings den Weg. Das sieht nicht gut aus. Irgendjemand ruft, die Hübscheste ist sie wirklich nicht. Was? Ich werde jetzt die Polizei rufen, sagt der Rektor. Olli tritt einen Schritt vor und sagt, nicht nötig, ich bin von der Polizei. Er zieht eine Karte aus dem Portemonnaie und zeigt sie einmal sehr langsam in die Runde. Es ist für jedermann sichtbar eine Rabattkarte für die Autowaschanlage in Herne. Commissioner Gordon, sagt Olli. Babette, sag ich. Commissioner Babette Gordon, sagt Olli. Ich ersuche Sie, mir das Gelände zu räumen, das ist ein Tatort. Scheinbar hat aber schon jemand die Polizei gerufen. Zwei Beamte schlendern lässig aufs Schulgelände. Olli hält sie auf und sagt, ah, schön, warum hat das so lange gedauert? Ich kann beim Laufen die Schuhe besohlen, wann kommen die Jungs von der Spurensicherung? Ich sage, Olli, halt jetzt bitte einfach die Fresse. Einer der Polizisten ergreift meinen Oberarm und in diesem Moment hören wir alle ein seltsames Geräusch, eine Art Rauschen und dann ein komisches Rums. Und ich denke, wenn ich mich jetzt losreiße, dann habe ich es versaut. Aber ich schaffe es bis zu meinem Wagen und springe da rein und fahre weg und alles ist gut. Aber ich stehe einfach nur da und dann ist dieser Moment vorbei. Einige Sekunden später kommt der Junge mit dem Pflaster auf dem Auge zu mir. Hier, sagt er, für dich, damit du wieder fröhlich bist. Er lächelt und drückt mir meinen Flummi in die Hand. Ist gerade wieder runtergekommen. Ist klar, denke ich. Der Kubiak ist wohl wirklich ein kräftiger Vogel gewesen. Für einen Moment steht die Zeit still. 2 Sekunden später fiebt meine Uhr und ich hab's geschafft. Mein erster Schultag. Ich stehe da und halte meinen Flummi in der Hand. Er sieht aus wie an dem Tag, als ich ihn kaufte. Der Polizist hält mich noch immer am Oberarm. Er blickt wie ich auf den Flummi und dann in mein Gesicht. Und dann sagt er, habe ich Sie nicht mal nackt aus dem Kreisverkehr gezogen? Dankeschön. Olaf Schubert, Olaf Schubert.